Ja, herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Ich freue mich sehr, dass ich hier heute zu Ihnen sprechen darf. Fit für die Zukunft, gesundes Aufwachsen stärken. Ich würde gern etwas sagen zur seelischen Gesundheit von Kindern und Jugendlichen. Ich weiß gar nicht, ob wir uns im Laufe dieses Jahres alle schon an dieses Format gewöhnt haben. Ich glaube nicht. Ich glaube, es wäre viel schöner, wenn wir uns jetzt leibhaftig begegnen könnten. Aber ich will versuchen, das hier so lebendig wie möglich zu gestalten. Und natürlich freue ich mich vor allem auch, falls es am Ende dieses Vortrags Rückfragen gibt. Dafür stehe ich gerne zur Verfügung. Ein sehr altmodischer Titel für diesen Vortrag zur seelischen Gesundheit von Kindern und Jugendlichen. Lassen Sie mich einen kurzen Überblick geben, was hier auf Sie zukommt. Nun, wir wüssten gerne, was sind eigentlich in unserer Präventionsarbeit mit Kindern, Jugendlichen und Familien die Herausforderungen und Chancen und wie können wir deren seelische Gesundheit stärken. Und da erhebt sich natürlich sofort die Frage, was ist eigentlich seelische Gesundheit? Was hat es damit auf sich? Diese Frage kann man sicherlich auf vielerlei Weise beantworten. Und was ich Ihnen heute hier zeige, ist natürlich nur ein bestimmter Ausschnitt, aber andererseits natürlich auch wiederum ein Ausschnitt, den ich für besonders wichtig halte. Deshalb hier zunächst als Überblick. Ich werde sozusagen auf die kindliche Entwicklung, sagen wir, von der frühesten Kindheit bis zum Erwachsenenalter der Reihe nach eingehen. Und ich glaube, dass es vier Konzepte sind, die hier besonders wichtig sind. Nämlich das Konzept der Bindung, der Kompetenz oder eine Ausdrucksweise, die ich noch lieber mag, nicht einfach der Erwerb von Kompetenzen, sondern das Erleben von Kompetenz. Ich glaube, dass das für Heranwachsende etwas sehr Wichtiges ist. Die Erfahrung von Autonomie, sich selber Freiräume zu erobern, als dritter wichtiger Punkt. Und als letzter Punkt, was uns meines Erachtens lebenslang begleitet, das Bedürfnis, eingebunden zu sein in eine soziale Gemeinschaft, in irgendeiner Weise ein sozial gebundenes Leben zu führen. Sie merken wahrscheinlich schon, während ich das sage, und ich habe es ja auch reingeschrieben im Längsschnitt, ich glaube, dass es tatsächlich eine sinnvolle Reihenfolge ist, in die wir diese vier Bausteine oder existenziellen Elemente unserer Entwicklung hier vorliegen haben. Bindung, Kompetenzerleben, Autonomie, Eingebundensein. Dazu sage ich was. Nun haben wir aber auch eine ganze Reihe von Konzepten sozusagen, die wir in all diesen verschiedenen Phasen für wichtig erachten, was unsere Arbeit mit Kindern und Jugendlichen und deren Familien betrifft. Und davon greife ich zwei heraus, allein schon aus Zeitgründen. Aber es sind zwei, die ich für besonders wichtig halte, nämlich die Begriffe Risiko und Resilienz. Ich würde gerne was dazu sagen, was bedeuten diese Begriffe eigentlich und vor allem, was bedeuten diese Begriffe für unsere Arbeit. Und ich werde am Ende versuchen, eine Folie sozusagen entstehen zu lassen. Eigentlich am liebsten im Dialog mit Ihnen, aber ich werde versuchen, Ihnen das hier zu veranschaulichen, wo diese verschiedenen längsschnittlichen und querschnittlichen Konzepte miteinander in Einklang gebracht werden, um festzumachen, was ist eigentlich das Spannungsfeld, aber was sind auch die Freiheitsgrade, die wir haben, um gesundes Aufwachsen zu stärken. Okay, ein bisschen was zum Hintergrund. Wer taucht hier jetzt eigentlich plötzlich auf und erzählt Ihnen etwas zu diesem Thema? Nun, seit über 20 Jahren gibt es ein Institut für Psychologie an der TU Chemnitz und dort arbeite ich. Unsere Professur ist die Allgemeine und die Biopsychologie. Informationen darüber finden Sie hier unter diesem angegebenen Link. Dann, seit über 10 Jahren machen wir selber ein längsschnittliches Projekt. Wir schauen uns die Entwicklung von Kindern ab dem Vorschulalter an. Wir haben ein Mentoren-Mentorinnen-Projekt, wo wir versuchen, möglichst nachhaltig die Entwicklung von Kindern ab dem Vorschulalter zu unterstützen. Die Kinder, mit denen wir arbeiten, die bekommen für die Dauer eines Jahres in einem 1:1-Verhältnis, also in einer sehr engen Beziehung, eine Mentorin und einen Mentor, der die begleitet. Und diese Mentorinnen, großem E, sind Studierende der Psychologie und anderer Fächer an der TU Chemnitz, die wir ausbilden für diese Tätigkeit, sodass die diese Kinder gut fördern können, so hoffen wir. Und so denken wir inzwischen auch, wenn wir, dass das ganz gut klappt, wenn wir uns unsere Daten anschauen. Und das geschieht für die Dauer eines Jahres in einem sehr engen Setting, aber immer auch in enger Zusammenarbeit
mit den Eltern dieser Kinder und auch mit den Einrichtungen dieser Kinder. Wir haben noch eine ganze Reihe von weiteren Forschungsprojekten, die alle angesiedelt sind in diesem Bereich der Prävention in Bezug auf Kinder vor allem. Da ist unser Schwerpunkt. Wir haben aber auch ein etwas übergreifenderes Projekt gestartet. Vor 2 Jahren ist es losgegangen und das läuft jetzt an der TU Chemnitz und an deren An-Institut für Weiterbildung können Menschen, die schon im Beruf stehen, Präventionsmanagement studieren. Also die Steuerung von Präventionsprozessen, weil der Manager im Griechischen ist der Steuermann. Und da haben wir für schon Berufstätige, Bachelor und Master, Studiengänge, jeweils einen Bachelor, einen Master, wo die Berufstätigen, denke ich, in die Lage versetzt werden, berufsbegleitend tatsächlich einen Bachelor- oder Masterabschluss in diesem Bereich zu erwerben. So, das ist unser Hintergrund. Das Letztere erwähne ich auch deshalb, weil das über den engeren Bereich der Prävention in Bezug auf Kinder, Jugend und Familien noch hinausgeht und es noch weitere Formen gesellschaftlicher Prävention gibt, die da angesprochen sind. Okay. Herausforderung aus der Perspektive der kindlichen Entwicklung. Ich habe da natürlich einen psychologischen Blick drauf. Wenn wir uns die Frage stellen, was sind diejenigen Elemente von Entwicklung, die für Kinder und Jugendliche am wichtigsten sind, dann lernen wir eigentlich am meisten aus Längsschnittstudien. Das heißt, wenn wir uns tatsächlich angucken, über lange Zeiträume hinweg, über große Zeitfenster, wie entwickeln sich eigentlich Kinder? Die frühesten dieser Studien, sie finden dort Berg 2019, Werner 2012. Die Frau Werner beispielsweise hat eine solche Studie bereits in den 50er Jahren begonnen. Und die ist über Jahrzehnte fortgesetzt worden. Wenn ich Werner 2012 zitiere, dann handelt es sich um ein Interview, wo diese dann schon im Jahr 2012 recht betagte Dame ein wenig dazu sagt, was sie eigentlich gelernt hat aus all dieser jahrzehntelangen Arbeit. Und vieles von dem, was ich Ihnen heute hier erzähle, ist angelehnt an die Lessons learned, an die Lektionen, die Frau Werner dort zum Besten gibt. Nun, die wichtigsten Elemente von Entwicklung, hier könnten wir 10, 20, wir könnten eine Liste erstellen von Merkmalen, die uns hier wichtig sind. Und ich glaube, dass die alle wertvoll sind. Ich glaube aber, dass 4 besonders herausragend wichtig sind. Das erste Konzept ist die sichere Bindung. Die sichere Bindung ist etwas, was im Laufe des ersten Lebensjahres entsteht, wenn es gut läuft, weil das Kind vertrauensvollen, engen Kontakt mit den engen Bezugspersonen hat. Und diese Bindung ist deshalb wertvoll, weil das Kind sich sicher fühlt. Und diese Bindung ist aber auch deshalb sicher, weil die Bindung das Kind befähigt zu explorieren. Das ist eigentlich ein Fachbegriff aus der Biologie, Exploration. Das finden wir im gesamten Tierreich. Was bedeutet das eigentlich? Nun, das bedeutet, dass das Kind neugierig ist, dass es auf seine Welt zugeht. Und das bedeutet, dass es eine gute kognitive Entwicklung hat. Und das nicht nur einmal oder 10-mal oder 100-mal in seinem Leben, sondern 100 oder 1000-mal an jedem einzelnen Tag in seinem frühen Leben. Und das ist ein extrem mächtiger und in meinen Augen der mächtigste Faktor für gute kindliche Entwicklung. Hier setzen die frühen Hilfen an, weil wir natürlich gerne die Eltern unterstützen wollen, ihre Kinder so gut wie möglich zu unterstützen in dieser Hinsicht. Aber das ist natürlich auch für viele professionelle Helfende in den verschiedenen Kontexten ein ganz wichtiges Konzept, diese Prozesse zu verstehen und nachvollziehen zu können. Ich glaube, ab dem Schulalter etwa, aber es kommt mir hier auf 1, 2 Jahre nicht darauf an, aber etwa ab dem 5., 6. Lebensjahr gibt es eine zweite existenzielle Erfahrung, die für die Kinder wichtig ist. Und ich nenne das Kompetenzerleben. Kompetenzerleben bedeutet, ich habe die Gelegenheit oder das Kind hat die Gelegenheit, die zutiefst persönliche Erfahrung machen zu können. Ich kann etwas. Ich kann etwas bewirken. Und das hat mit zwei psychologischen Konzepten zu tun, mit denen Sie, denke ich, vertraut sind. Das hat zu tun mit Selbstwert, dass ich mich selber wertschätze und ein gutes Gefühl habe auf meine eigene Person. Und natürlich, das hat etwas zu tun mit Selbstwirksamkeit. Nämlich nicht nur, dass ich ein gutes Gefühl in Bezug auf mich selbst habe, sondern dass ich auch die Erfahrung mache, dass ich etwas bewirken kann.
Natürlich kann das sein, dass ich Dinge manipuliere oder bestimmte Dinge besonders gut kann, ob das Skateboardfahren ist oder ob das Mathematik ist oder ob ich mich für den Sternenhimmel anfange zu interessieren. Aber das sind natürlich oftmals auch soziale Kompetenzen, die ich erlebe und wo ich hoffentlich die Erfahrung machen kann, dass ich selber etwas bewirken kann, in Bezug auf mich und auch in Bezug auf andere. Also. Denn eine dritte einschneidende Sache in unser aller Entwicklung, und das ist vermutlich eine, an die wir uns besonders gut erinnern, glaube ich, während wir an die frühe Kindheit ja wenig Erinnerungen haben. Aber das Jugendalter ist geprägt, denke ich, von dem Bemühen. Manchmal sind wir auch versucht, sozusagen mit dem Kampf um Autonomie. Wir erkämpfen uns einen eigenen Freiraum. Und natürlich ist die Auseinandersetzung selber, beispielsweise mit den Bezugspersonen, mit der engeren Familie, ganz wichtig. Aber ganz wichtig ist es eben auch, die wiederum ganz entscheidende Erfahrung machen zu können. Ich kann autonome Entscheidungen treffen und dafür die Verantwortung übernehmen. Wir haben jetzt also eigentlich hier eine Abfolge. Als erstes merke ich, ich kann rauskriechen in die Welt, ich kann krabbeln und mir neue Sachen anschauen, weil ich kann jederzeit zu meiner sicheren Basis zurückgehen. Eine Erfahrung, eine zweite Erfahrung. Ich kann da auch etwas bewirken, ich kann etwas manipulieren. Es gibt Dinge, die kann ich gut. Und das dritte ist, ich kann das auch autonom entscheiden. Und ich kann auch ganz wichtige Entscheidungen in meinem Leben autonom treffen. Das ist etwas, was wir Jugendlichen unbedingt ermöglichen sollten. Und eine vierte Erfahrung, die ist nicht auf unsere Kindheit und Jugendzeit beschränkt, die gilt, glaube ich, lebenslang, das habe ich eben schon angedeutet, gemeinsame Werte in einer Gemeinschaft haben. Jetzt egal in welcher Gemeinschaft. Ja? Also, dass ich mich aber zugehörig fühle und gebunden bin in ein soziales Netzwerk, eingebettet bin. Das ist vermutlich eine andere Form von Bindung als die frühkindliche Bindung, hat aber, glaube ich, immer noch eine sehr ähnliche emotionale Basis, nämlich sich sicher zu fühlen, wenn man nicht auf sich alleine gestellt ist in seinen tagtäglichen Anliegen. Das ist, glaube ich, eine wichtige Erfahrung. Das ist auch etwas, was sehr alte Menschen berichten, die ihren Lebenspartner verloren haben, dass die hier etwas verloren haben, was zumindest sehr viel Mühe macht zu ersetzen, nämlich dieses Eingebundensein in ein soziales Miteinander, für das man dann vielleicht andere Wege suchen muss. Das ist eine lebenslange Aufgabe. Das hat John Bowlby, der Begründer der Bindungsforschung, auch in Bezug auf die frühkindliche Bindung, das hat er schon gesagt, dass das ein lebenslanges Projekt bleibt in dieser Weise. Okay. Nun, gibt es auch Konzepte, die in all diesen Phasen wichtig sind, die wir also querschnittlich betrachten. Und ich habe ja schon gesagt, ich denke, dass es hier zwei gibt. Und das erste ist das Konzept des Risikos. Wir alle kennen Risiken, wir sind alle darauf angewiesen, Risiken einzuschätzen. Unser Leben ist oft geprägt von Risiken. Ich glaube, es ist auch eine Utopie zu sagen, dass wir Risiken auf null reduzieren können. Aber andererseits möchten wir natürlich gerne mit Risiken kompetent umgehen. Lernen oder umgehen können, erst recht in unserer Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und Familien. Okay. Was sind Risiken in der kindlichen Entwicklung? Ich glaube, hier ist es wieder so ähnlich wie eben mit den wichtigen Bausteinen der kindlichen Entwicklung. Man kann leicht der Versuchung erliegen zu sagen, na, da mache ich mal eine Checkliste. Was sind die 5, die 10, die 20 wichtigsten Dinge, die Risiken darstellen für kindliche Entwicklung? Ich denke aber, dass es klug ist, diese Frage zumindest ab und an auch mal anders zu stellen, nämlich nochmal einen Schritt zurückzutreten und sich zu fragen, was bedeutet eigentlich dieser Begriff des Risikos? Was steckt da eigentlich dahinter? Das ist ganz interessant. In dem besagten Interview von Emmy Werner, das ich Ihnen eben schon genannt habe, sagt diese alte Dame, naja, der Begriff ist eigentlich erfunden worden in der Schifffahrt, als wir angefangen haben, in größerem Stile Handel zu treiben, zum Beispiel zwischen Europa und Amerika. Und da merkte man, nicht jedes Schiff mit diesen Waren kommt tatsächlich dort an, sondern da entstehen natürlich auch Verluste. Kann man diese Verluste versichern? Ja, da entstanden die ersten Versicherungen. Die waren darauf angewiesen, diese Risiken möglichst gut einschätzen zu können. Wie kommt man zu einer guten Risikoabwägung? Wie kommt man da eigentlich hin, das gut bestimmen zu können, was ein bestimmtes Risiko ist? Nun, das wünschen wir uns natürlich auch für Kinder, Jugendliche und Familien.
Und in dem Zusammenhang finde ich es wichtig, unseren Sprachgebrauch zu überprüfen. Schauen Sie, selbst wenn Sie in die Fachliteratur schauen, finden Sie Redeweisen wie das sind gefährdete Kinder, das sind Risikokinder oder auch manchmal das sind Systemsprenger. Der Erfinder des Begriffs Systemsprenger war sich der Tatsache bewusst, dass es eigentlich kein glücklicher Begriff ist. Das erklärt er auch in seinen entsprechenden Schriften, weil eigentlich sind es die Systeme, die an den Kindern scheitern. Und wenn wir aber von Systemsprengern sprechen, dann sieht das so aus, als wären es die Kinder, die uns unsere Systeme um die Ohren jagen, was vermutlich keine gute Beschreibung dieses Sachverhaltes ist. Wie kommen wir zu einer besseren Beschreibung, beziehungsweise was sind eigentlich die Risiken und Nebenwirkungen dieses Sprachgebrauchs? Nun, wenn wir von Risikokindern sprechen, dann klingt das so, als läge das Risiko beim Kind oder im Kind. Und in manchen Fällen mag das auch so sein. Zum Beispiel, ich mache mal versuchsweise ein Beispiel, ein Kind ist hyperaktiv. Ist es ein Risiko? Vielleicht. Vielleicht ist es auch eine Ressource, weil es ein sehr lebendiges Kind ist, das neue Dinge besonders gut entdeckt. Wir wissen nicht, ob bestimmte Teilleistungsstörungen bei Kindern zum Beispiel nur Risiken sind oder nicht auch Ressourcen. Wie können wir zu einer besseren Sprechweise kommen? Ich glaube, die angemessene Ausdrucksweise ist, dass Kinder und Jugendliche Risiken ausgesetzt sind. Und das sind sehr oft äußere Risiken, die in der Situation sind, vielleicht in der Familie, in dem Wohnumfeld, in einem bestimmten kulturellen Umfeld möglicherweise, in unseren Gemeinwesen. Und Teile dieser Risiken sind vielleicht auch in den Kindern, aber es ist eine ganz wichtige Frage, die wir uns zuerst vorlegen sollen. Wo liegen eigentlich die größten Risiken für die Kinder? Armut zum Beispiel oder mangelnde Bildungschancen, um mal die zwei wichtigsten oder mächtigsten Faktoren zu nennen, sind beides keine Faktoren, die im Kind selber liegen. Das Schöne daran, wenn wir unsere Redeweise ändern, ist, dass wir uns dann ziemlich gut bewusst machen können, welche diese Risiken wir ändern können. Wir können nicht alle diese Risiken ändern. Ich glaube, das wäre für unsere professionelle Einstellung gar kein guter Ansatz, so zu tun, als könnten wir alle diese Risiken abschaffen. Das wäre unrealistisch und würde uns überfordern. Aber diese andere Redeweise, dass Kinder und Jugendliche bestimmten Risiken ausgesetzt sind, befähigt uns auch dazu zu gucken, welche kann ich besonders gut ändern und welche werden besonders gute Effekte zeigen, wenn wir sie ändern. Na, das ist ganz wichtig. Je früher wir anfangen beispielsweise, desto größer sind die Effekte, die wir erzielen. Es gibt natürlich ein Gegenstück zum Risiko, wie eine zweite Seite der gleichen Medaille. Die eine Seite der Medaille ist das Risiko, die andere Seite der Medaille ist die Resilienz, nämlich die Widerstandsfähigkeit gegen bestimmte Risiken. Und das ist noch interessanter, sich diesen Sprachgebrauch genauer anzugucken. Was sind eigentlich die Resilienzfaktoren in der kindlichen Entwicklung? Sind die für jedes Kind gleich? Machen wir da wieder eine Checkliste und haken die ab in Bezug auf jedes Kind, das uns über den Weg läuft? Ihnen ist sicherlich jetzt schon klar, dass ich nach dem gleichen Schema vorgehe wie eben auch. Ich denke, dass es nicht sinnvoll ist, hier Checklisten anzulegen. Und ich glaube, dass wir einen Schritt zurücktreten sollen und uns anschauen sollten, was bedeutet eigentlich dieser Begriff der Resilienz. Und das ist faszinierend. Selbst ein Profi wie die besagte Emmy Werner, die 50 Jahre lang Längsschnitt gemacht hat, mit Kindern auf Hawaii und sich deren Entwicklung sorgsam angeguckt hat, hat 20 Jahre lang geschrieben, dass es resiliente Kinder gibt. Also, dieser Begriff wird auch in einer bestimmten Art und Weise gebraucht. Wir sprechen von resilienten Kindern, wir sprechen von kindlicher Resilienz. Und doch das ist eigentlich wieder ein Schuss ins Knie, das ist ja völlig klar, weil es suggeriert, als läge die Resilienz beim Kind oder im Kind. Tatsache ist aber, Resilienz entsteht natürlich in einem komplexen sozialen Gefüge. Und wir können auch dazu beitragen, dass Resilienz gestärkt wird in den Kindern und in den Jugendlichen und in den Familien. Weil Kinder und Jugendliche leben in Kontexten, die einen systemischen Charakter haben, die wechselseitig aufeinander bezogen sind. Und das ist auch ein Prozess. Sowohl ein Risiko kann zu einem bestimmten Zeitpunkt bestehen und später nicht mehr. Risiken können sich ändern. Und so ist es mit der Resilienz auch.
Wenn wir sagen, ach, das ist ja ein resilientes Kind, dann klingt das so, als wäre das ab jetzt und vielleicht für immer besonders widerstandsfähig. Aber das wissen wir gar nicht. Es kann gut sein, dass Dinge, die das Kind jetzt resilient machen, dass solche Faktoren, die das Kind jetzt resilient machen, später nicht mehr vorhanden sind. Also sollten wir das berücksichtigen. Und wir sollten auch hier wieder schauen, was sind die Faktoren, die Resilienz in der Familie, in diesem Kind, in dieser Entwicklung des Kindes befördern und an welchen Stellen können wir dazu beitragen, hier etwas zu ändern. Okay. Risiko und Resilienz als zwei Seiten einer Medaille. Über die gesamte Lebensspanne hinweg, aber wir fokussieren natürlich hier in unserem Kontext auf der heutigen Tagung auf die Kinder und auf die Jugendlichen. Können wir das alles sozusagen zusammenbringen? Meine Idee von diesem Vortrag war, dass ich Ihnen sozusagen versuche, ein Fazit zu liefern, indem ich mit Ihnen zusammen eine Abbildung konstruiere. Wie sieht diese Abbildung aus? Nun, was da unten als erstes einfliegt, ich lasse es vielleicht, damit man es besser sieht, nochmal neu einfliegen. Was hier unten als erstes einfliegt, ist ein bestimmter Zeitstrahl. Und auf diesem Zeitstrahl liegen diese verschiedenen Herausforderungen. Das ist die sichere Bindung in der frühen Kindheit. John Bowlby hat davon gesprochen, bis zum vierten, fünften Lebensjahr. Die Phase der eigentlichen Bindung endet so etwa um das vierte Lebensjahr herum. Mir ist es nicht wichtig, das so genau zu beziffern. Und ich glaube, das kann auch gerne individuell verschieden sein. Aber es ist die große Aufgabe der ersten Lebensjahre, sichere Bindungen zu finden. Das ist das, was die Kinder wollen und was sie brauchen. Der zweite wichtige Baustein, Kinder ab einem Alter von 4, 5, und auch hier müssen wir das nicht festnageln, vielleicht auch schon ab 3, 4, 5, 6, brauchen so etwas wie Kompetenz erleben. Hier steht Kompetenz als Abkürzung, aber ich meine Kompetenz erleben, so wie ich eben gesagt habe. Das Erlebnis, und damit meine ich die zutiefst persönliche Erfahrung zu machen, dass ich selbst etwas bewirken kann und dass ich das auch lernen kann und dass ich das dann am Ende auch gut kann, sodass ich einen guten Selbstwert habe und eine hohe Selbstwirksamkeit. Zweite große wichtige Aufgabe, glaube ich, im Leben unserer Kinder. Dann im Übergang zum Jugendalter die Erfahrung zu machen, dass ich etwas autonom entscheiden darf und dass ich Verantwortung übernehmen kann für mein eigenes Handeln, statt dass andere die Verantwortung für mein Handeln oder für mein Leben übernehmen. Und das ist sicherlich ein kontinuierlicher Übergang, den wir haben, von Ansätzen von Autonomie bis zu vollständiger Autonomie. Und gerade bei uns Menschenkindern ist es ein sehr langer Prozess. Es dauert auch wiederum viele Jahre. Und schließlich gelingende Entwicklung bedeutet dann, dass ich mich sozial bezogen fühle. Egal in welcher Weise, dass ich irgendeine Art von sozialer Geborgenheit habe. Und das erleben wir selbst beispielsweise bei autistischen Kindern oder autistischen Menschen, wo man denkt, dass alles, was sozial ist, vielleicht für die gar keine große Rolle spielt, ganz im Gegenteil, auch die zeigen eine extrem hohe Empfindsamkeit auf dieser Dimension. Es scheint also etwas zutiefst Menschliches zu sein. Ich finde es auch bei anderen Lebewesen im Tierreich, aber bei uns, glaube ich, in sehr hohem Maße. So haben wir also eine bestimmte Abfolge von Bausteinen in diesem Zyklus Bindung, Kompetenz, Autonomie, Gemeinschaft als große Entwicklungsaufgaben. Wie hängt das zusammen mit unseren beiden Querschnittkonzepten? Die lasse ich hier einfliegen. Nun, das sind einerseits die Risiken und andererseits die Resilienzfaktoren. Und wir fangen natürlich an, vielleicht mit einer Familie, vielleicht mit einem Kind oder zwei, einem Kind vielleicht und seinen Geschwistern. Und aus diesen Kindern werden natürlich Leute im Laufe der Zeit. Das habe ich versucht, mit diesen verschiedenen großen Figuren zu veranschaulichen. Und was ist eigentlich unsere professionelle Aufgabe für den Fall, dass wir in diesem System Familie irgendeine Rolle spielen? Weil im System Familie haben wir auch auf alle Fälle immer, selbst wenn wir natürlich von Kindern sprechen, selbst dann, die nicht mehr bei ihrer Familie leben im schlimmsten Fall. Selbst dann haben wir natürlich ein soziales Bezugssystem. Und ich denke, unsere Aufgabe, das sind zweierlei. Das ist einerseits der grüne Pfeil, alle Resilienzfaktoren zu stärken. Und das ist andererseits der rote Pfeil, alle Risikofaktoren runterzubringen. Sie werden sagen, das ist trivial,
Sagen Sie mir doch bitte, welche Sachen ich in grün nach oben bringe und in rot nach unten. Nun, meine erste Antwort darauf ist, und das ist zugleich die wichtigste, das ist sozusagen die wichtigste Botschaft, die ich dabei habe, das sollten wir uns sehr genau angucken, von Kind zu Kind und von Familie zu Familie. Das ist sehr unterschiedlich. Manche Kinder finden Resilienz in sich selbst oder in der Großmutter oder, was wir zum Beispiel hoffen in unseren Projekten, in einem Mentor oder in einer Mentorin oder in eine Ressource, kann eine Familienhelferin sein und so weiter und so weiter. Das können viele verschiedene Faktoren sein, die wir jeweils individuell betrachten sollten. Und genauso ist es mit den Risiken. Ob das die Drogensucht der Eltern ist oder ob es die Armut ist, in der die Familie groß wird. All das sind Risiken, die wir uns zunächst anschauen, um dann zu gucken, welche davon wir sozusagen beeinflussen können in unserer professionellen Arbeit. Ich hoffe, das war anschaulich oder diese Abbildung macht es anschaulich, was mir am meisten wichtig ist an dieser Frage nach der seelischen Gesundheit von Kindern und Jugendlichen, nämlich zwei Aspekte. Der eine Aspekt ist, wir sollten uns genau angucken, welche Entwicklungsaufgabe gerade im Gange ist, die für das Kind oder den Jugendlichen oder die Familie, die wir betrachten, besonders wichtig ist. Und da gibt es entwicklungspsychologische Gesetzmäßigkeiten. Und das Zweite ist, wir sollten uns jeweils individuell angucken, was sind die Faktoren, die schwächen und was sind die Faktoren, die stärker machen und welche davon können wir beeinflussen und wie gehen wir professionell damit um. Okay. Zum Abschluss möchte ich Ihnen ganz herzlich danken für Ihre Aufmerksamkeit. Ich würde mich sehr freuen, wenn ich Fragen zu diesem Vortrag beantworten kann. Und vor allem wünsche ich Ihnen, während Sie dies hier gucken und in dem Kontext, in dem wir uns gerade befinden, natürlich, dass es Ihnen gut geht. Ich freue mich auf Ihre Fragen. Ganz herzliche Grüße.